Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Schalke, nach einem Jahr der direkte Wiederaufstieg ist geglückt. Wir sind zurück in der zweiten Bundesliga. Ja, hast du richtig gesagt. Geil, fühlt sich richtig gut an und ich glaube, ist auch hochverdient. Und schön, dass wir es heute fix gemacht haben und ja, ist ein geiles Gefühl. Ja, es ist unfassbar stolz auf alle hier, auf alle Beteiligten. In allen Bereichen, wie das hier zustande gekommen ist, die Mannschaft einfach komplett bekloppt von vorne bis hinten, positive Menschen und wie viel wir weggesteckt haben dieses Jahr und wie viel ja, Frust, Leid, Mitgefühl und keine Ahnung was, Freude und pure Lust auf mehr, ist halt einfach, ja, es ist einfach ein geiles Gefühl und da freuen wir uns einfach drauf und was wir als Mannschaft geleistet haben, das ist einmalig. Ja, es ist wirklich einfach noch nicht so zum Greifen, das Gefühl. Es war so eine lange Saison mit so vielen Auf und Abs und jetzt haben wir einfach unser Ziel erreicht, so wie wir vor der Saison hatten. Und es fühlt sich irgendwie noch gar nicht so real an, muss ich sagen. Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass wir so eine super Truppe hier zusammen haben, so eine Gemeinschaft hier haben und einfach hier zu sein. Ja. Apropos Gemeinschaft, auch das war heute ein absoluter Sieg der Gemeinschaft, des Willens, der mannschaftlichen Geschlossenheit. Du hast den Grundstein für den Sieg heute gelegt. Du warst hellwach, gleich in der Anfangsphase. Beschreib einmal das Tor, deinen Heber, den du gemacht hast. Ja, ich habe darauf spekuliert, dass der Verteidiger den Ball zurückköpft. Und ich, ehrlich gesagt, kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, weil das alles so schnell ging und du bist so im Tunnel, so im Fokus. Und dann habe ich ihn mit der Brust nochmal kurz angenommen und sehe natürlich, dass der Torwart ein bisschen vorm Tor steht. Und dann war eigentlich die einzige Lösung, ihn drüber zu lupfen. Und es war einfach wichtig, das 1-0 zu machen und vor allem in so einem wichtigen Spiel auch da zu sein, dass wir schnell die Tore machen. Ja, also erstmal die Freude überwiegt natürlich. Ich glaube, ja, so ein bisschen Druck war schon da. Man wollte das Ding heute ziehen. Ich glaube, das hat man nochmal gemerkt, so ein bisschen die extra Konzentration so in der Halbzeit und auch vor dem Spiel war jeder richtig fokussiert. Und dann hat es in der ersten Halbzeit schon so gut funktioniert und dann in der zweiten Halbzeit haben wir einen Deckel drauf gemacht, dass du hier in dem Spiel dann auch noch triffst als Spieler. Ich weiß nicht, also macht das ganze Ding nochmal rund. Und ja, mega glücklich. Also ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen ernüchternd ist, ist, dass halt keine Fans hier gerade sind. Ich glaube, die versammeln sich alle gerade draußen. Ist ein bisschen schade, aber absolut happy und ich freue mich drauf, was kommt. Ele, 4:0 gegen Türkgücü ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ganz wichtig ist was heute? Der Aufstieg, dass wir wieder zurück sind. Es war eine schwierige Saison, eine lange Saison, aber es ist umso schöner, dass am Ende jetzt ein Spieltag vor dem Ende geklappt hat. Du sagst es schon, es ist eine ganz besondere Saison gewesen. Wenn du das einmal Revue passieren lässt, was geht dir da durch den Kopf mit diesem besonderen Abschluss ja heute? Ja, es gab Höhen und Tiefen, wir sind schwierig reingekommen, haben uns gefangen, super Serie gehabt, dann jetzt kurz vor Schluss ja, wieder ein bisschen geschwächelt, aber uns wieder zurückgekämpft. Ich kann nur sagen, wir haben ein super Team dieses Jahr, es hat riesen Spaß gemacht ja, und wir haben uns das einfach verdient. Mir fehlen da einfach die Worte dafür und du siehst ja, was hier abgeht. Ist halt, ja, das zeichnet halt einfach dieses Team aus, diese Geschlossenheit, dieser pure Wille und einfach dieser Spaß einfach. Du hast einfach jeden Tag Lust auf mehr und willst jeden Tag einfach wieder in die Kabine kommen, weil einfach so viele Idioten da rumrennen.
und du einfach nur aus dem Lachen nicht rauskommst. Das habe ich schon oft gesagt. Also wir haben eine Hammermannschaft. Die Jungs haben mich unfassbar aufgenommen, wie ich es noch nie davor erlebt habe. Wie zum Beispiel hier mein Steffi Dicker. Die Jungs haben mich alle richtig geil aufgenommen und ich glaube, das macht es dann einfacher, mit den Jungs dann auch zu spielen, zu sagen, wie du die Bälle haben willst und wie die dich in Szene setzen können. Und ich glaube, jeder hat für den anderen auch gefightet. Ich glaube, das ist am Ende des Tages nochmal wichtiger als die Qualität, die in der Mannschaft ist, weil ich glaube, viele Mannschaften haben eine super Qualität, aber so der Teamgedanke ist vielleicht nicht so krass da wie jetzt bei uns. Warte mal, der redet mir zu flüssig, der muss erstmal was trinken. Boah, dankeschön. The champion of the world! Jeder hat noch deine Aussagen vor den Augen aus dem letzten Jahr im Rahmen des Abstieges. Jetzt sind wir wieder da. Nimm uns einmal mit, was geht gerade in deinem Kopf vor? Ja, es ist einfach ein besonderer Tag heute für alle von uns. Durch die Situation im letzten Jahr war das. War das vor allem für die, die jetzt letztes Jahr dabei waren, Brollo und mich und die anderen, Leo und so weiter. Das ist einfach dieses Jahr nochmal mehr besonders, weil du einfach das, was letztes Jahr passiert ist, so ein Stück weit repariert hast. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass das so funktioniert hat. Und am Ende muss man natürlich auch sagen, dass es mit einem Spieltag vor Schluss, mit den Rückschlägen, die die Mannschaft die ganze Zeit hinnehmen musste, hochverdient ist am Ende. Ich meine, wir hatten einen ziemlich guten Vorsprung gehabt dieses Jahr und was wir, wie gesagt, mit der Mannschaft geleistet haben, das war einfach ganz großes Kino und mit vielen neuen, vielen jungen Gesichtern auch und die das Ganze drumherum ja nicht erleben konnten und ja, es ist einfach schade ohne Fans, aber wie gesagt, wir haben das alles zusammen weggesteckt und haben das zusammen hier das Ding gerockt und da bin ich halt unfassbar stolz drauf, auf diese Mannschaft und ja, auf alle Beteiligten, ja, vor allem meine Familie, wie ich gerade erfahren konnte, dass die vorm Stadion stehen und ja, ist aber geil. Auch für dich persönlich geht eine ganz besondere Saison zu Ende. Hattest du schon mal Zeit, das so ein bisschen Revue passieren zu lassen, jetzt nach dem Abpfiff hier heute? Nee, es ist irgendwie... Scheiße-Trick! Nee, ehrlich gesagt nicht, weil... Es ging alles Schlag auf Schlag, wir hatten jetzt auch durch Corona viele englische Wochen und es ist irgendwie, es ging alles so schnell vorüber, die 9 Monate und ich bin einfach dankbar, auch meine Familie, meine Freundinnen, Freunde, die haben alle immer so mitgefiebert, sind auch Fan von dem Verein geworden, weil er einfach geil ist, man spürt einfach eine hohe Identifikation mit dem Club hier und ich freue es einfach für alle Menschen da draußen. In der schwierigen Phase, dass wir ihnen einfach ein bisschen Freude bereiten konnten und es ist einfach ein schönes Gefühl. Du sprichst das schon an, die Fans konnten das komplette Jahr nicht oder fast das komplette Jahr nicht dabei sein. Was geht dir da durch den Kopf? Scheiße. Für uns ist es natürlich eine enorme Stärkung, wenn die Fans hier im Stadion sind. Und ja, das ist das Einzige, was man dazu zu sagen hat. Das ist traurig, dass es so ein großes, riesen, geiles Stadion hier ohne Fans ist. Aber wir müssen damit leben, aber wir müssen natürlich hoffen, dass wir jetzt so schnell wie möglich dazu wieder kommen, dass wir wieder Fans reinlassen können. Weil das den Aufstieg in die zweite Liga, das schenkt man den Jungs draußen, im großen Garten, den Jungs, die hier auf dem Platz gestanden sind, allen Leuten, die uns immer die Daumen gedrückt haben. Das ist ein Dankeschön von unserer Seite an die, die immer an uns geglaubt haben. Was sind deine Pläne für heute Abend? Ja, man sieht ja schon die ganzen Verrückten da. Keine Ahnung, was heute die Pläne sind. Ich denke, wir werden ein bisschen feiern, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Bier steht ja bereit und ich glaube, da wird sich vieles von selber ergeben. Überragendes Bier. Das beste Bier. Und auch wenn die Situation und die Zeiten im Moment besonders sind, kleines Bierchen heute Abend ist drin, oder? Na klar, musst du feiern. Ich sag mal so, nach dem Abstieg letzte ist natürlich umso schöner, direkt wieder hochzugehen. Deswegen, das haben wir uns alle verdient. Die Jungs sollen den Tag heute genießen.
Und dann ja, freuen wir uns, dass wir nächste zweite Liga wieder spielen können. Heute wird gefeiert. Nächste Woche Samstag geht es in Wiesbaden um die Meisterschaft. Hast du da schon einen Gedanken dran verschwendet? Nee, das mache ich mir heute ohne und morgen auch nicht und übermorgen glaube ich auch nicht. Gucken wir mal, vielleicht mache ich am Mittwoch mir mal Gedanken über das Thema. Am Ende wäre es natürlich schön, aber das ist heute nicht unser Thema. Natürlich, wir wollen Meister werden, das ist ganz klar. Und dafür müssen wir nächste Woche nochmal alles raushauen, aber jetzt erstmal feiern. Zum Schluss vielleicht, hast du noch ein, zwei besondere Gedanken zu den Fans, die nicht richtig dabei sein konnten, aber immer da waren? Es bedeutet sehr viel, denke ich, auch für die Fans, nächstes Jahr eine geile oder eine geisteskranke zweite Liga zu haben. Und vielleicht klappt es ja auch dann, dass ein oder andere Zuschauer mitkommen oder ins Stadion dürfen. Und dann sehen wir weiter. Rollo, wir sind wieder da. Danke dir.